Hey Leute, ich bin Smackpepperig. Ja, euer Zitronenbaum bildet Blüten aus, aber im Endeffekt dann am Ende keine Früchte? Keine Sorge, in diesem Video gebe ich euch die Antworten darauf, warum ihr nur Blüten habt, aber keine Zitronenfrüchte. Ja, viele Besitzer einer Zitronenpflanze oder eines Zitronenbaumes wundern sich, ja, die Pflanze hat Blüten, aber dann verblühen die irgendwann, fallen ab und es wachsen dann eben keine Früchte nach. Und ja, woran das liegt, das kann an einigen Pflegefehlern liegen. Zum Beispiel kann es sein, dass der Pflanze dann Wasser fehlt, ihr fehlen Nährstoffe oder ja, sie steht vielleicht einfach zu dunkel, ne? Ein Zitronenbaum braucht viel Licht und das sind dann halt meistens Pflegefehler. Ich kann euch da mal ein Video von mir hier oben verlinken im Infokasten. Oder in dieser Infoleiste da. Da könnt ihr sehen, was ihr machen müsst, damit ihr Blüten bei einem Zitronenbaum erlangt. Es gibt allerdings auch Zitronensorten, die aus verschiedenen Kreuzungen ja, verschiedener Zitrusarten bestehen und die sind dann nicht in der Lage, einen Blütenstaub zu entwickeln. Das heißt, die blühen dann nur, aber sie verblühen dann und sie sind dann nicht, sie befruchten sich dann nicht und dann kann natürlich eben auch keine Zitronenfrucht entstehen. Wenn ihr allerdings ausschließen könnt, dass ihr eine solche Kreuzung habt, dann schaut euch wirklich mal mein Video an zu dem Thema, wie man Früchte an der Pflanze erlangen kann. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Peverick.